Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu diesem Podcast von Reisen, Reisen, der Podcast. Hey Jochen, alles klar? Hey Michi, das war jetzt seit längerem schwächerer Anfang von dir. Ja, fandst du? Ja. Ich fand ihn ganz originell. Aber sympathisch. Ja, es war authentisch, authentisch sehr gut. Die Menschen lieben ja authentisch. Wie so ein kleiner Welpe, der so ein bisschen stolpert. Der so ein bisschen so schwänzelt, und aber genau, sich die ganze Zeit freut und spielen möchte, und, ja, und du hast ihn erstmal kritisiert. Ne? Und, das muss ich, und das muss ich mit meinem, mein kleines Herz kriegt direkt einen Dämpfer. Aber ich freue mich sehr, denn heute haben wir eine super Folge, hoffe ich, in einer Stadt, wo ich nur einen Tag war in meinem Leben und war von den paar Stunden, als ich da war, total geflasht. Vienna Calling. Wien. Wien, Vienna Calling. Von wem der Song? Falco. Falco. Ich war großer Falco-Fan. Nicht wirklich. Doch, ich war echt Falco-Fan. Ich fand Falco, ich fand so Genie und Vienna Calling so als Kind, da war ich ja noch sehr klein, fand ich super. Mach mich nicht arm. Das ist schön, weil da werden sie den Kreise schließen. Denn natürlich war ich auch bei Falcos Grab, Michael. Oi. Ja, ich bin hingepilgert. Du bist zu Falcos Grab gepilgert. Ja, bin ich. An einem der heißen Tage, die ich da vor Ort war. Wow, das ist ein schöner Teaser. Ja, auf, oder? Auf die Folge gleich. Ja, ja. Bevor wir mit Wien anfangen, ich hab noch von euch da draußen, wie immer, thank you very much für die ganzen Nachrichten. Und zum Beispiel auch die von Nadine Schilling. Die schreibt uns bei Instagram, wo ihr uns gerne folgen könnt, uns auch schreiben könnt. Hallo ihr Lieben, Jochen, das sind wir. Hallo. Hallo. Du brichst nicht nur mein Herz, auch das von Nadine, wenn du es nicht ernst nimmst. So. Ich meine das ernst. Ich weiß. Nein. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch mal ein Kompliment machen. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und ich liebe ihn, Ausrufezeichen. Egal ob beim Putzen, Bügeln, Fliegen oder beim Sonnen. Die Zeit verfliegt einfach. Tolle Erzählweise. Man sieht direkt alles vor sich. Bitte macht weiter so. Wir haben es vor, liebe Nadine. Und Nadine schickt noch liebe Grüße, eigentlich aus Sachsen. Hallo Sachsen. Hallo. Jetzt aber knapp seit 4 Jahren auf Gran Canaria. Wow. Wow. Da wohnt die Nadine aber toll. Vielen Dank für diese Nachricht, Nadine. Danke, ja, du hast geschafft. Gran Canaria. Meine Güte. Ja. Was macht man auf Gran Canaria? Sachsen vermissen wahrscheinlich, Sachsen, weil da vermissen. Ist auch schön. Ne? In Sachsen, ja, ist auch schön. Ja. Ich habe noch eine Nachricht rausgesucht, die ich im Moment gerade da ist. Nämlich von Eva. Die schreibt, hallo ihr zwei, ich habe eure Myanmar-Folge beendet. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich einfach mal Danke sagen muss. Danke. Fürs Danke. Da ich zurzeit mitten im Staatsexamen Doktorarbeit und Nachtschicht-Sumpf stecke, kommt mir meine letzte 8-monatige Reise, obwohl die erst im März diesen Jahres, wir sind im Jahr 2019, zu Ende gegangen ist, ewig, ewig weit weg vor. Deshalb höre ich am liebsten die Folgen über die Länder, in denen ich auch schon war. Wir scheinen eine ähnliche Reisephilosophie zu pflegen und ihr helft mir aus dem Krankenhaus raus, in meine Erinnerungen rein zu tauchen. Toll, danke euch. Liebe Grüße von einer nur nicht mehr nur müden, sondern auch glücklichen und reisehungrigen Studentin. PS, freue mich schon auf den Live-Auftritt in Berlin. Hoffe, ich schaffe es, dorthin zu kommen. Das hoffen wir auch, Eva. Vielen, vielen Dank für die Nachricht. Und ja, vielleicht können wir dich in Berlin begrüßen. Wann sind wir in Berlin auf der Tour, Jochen? Hast du das im Kopf oder liest du das von deinem Bildschirm jetzt? Ich lese das mal kurz von meinem Smartphone ab. Oh. Schon gesagt, ich bin ja ein Zombie. Ein Smartphone-Zombie. Oh, das ist das. Das ist schrecklich, ne? Das ist wirklich. Wurde mir neulich gesagt, du siehst ja aus wie ein Zombie, weil ich irgendwie auf mein Handy geguckt habe. War das eine coole Person, die es gesagt hat? Ja, war eine nette Person. Eine nette Person. Auf jeden Fall eine coole, okay, in dem Sinne auch. Das ist cool. Also ich bin ja auch nicht cool. Also die Tour. Ich finde dich schon cool. Danke, Michael. Jetzt wollen wir nicht zu intim werden. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Jetzt zu den Tourdaten. Da ist Berlin auch bei. In Berlin spielen wir am 27.11. im Urania. Und davor treten wir noch auf in Köln am 10.11., in Frankfurt am 25.11., in München am 26.11., Berlin, wie gesagt, am 27.11., am 28.11. dann in Hamburg und am 3.12. in Dortmund im Ruhrgebiet. Juhu! Ja, und Karten gibt es überall, wo es Karten im Vorverkauf gibt. Die ein oder andere Veranstaltung wird auch langsam voll.
Also, wenn ihr uns sehen wollt, wir wollen euch auf jeden Fall sehen, dann kommt vorbei. Wir freuen uns sehr auf diese Abende. Wir sind sehr gespannt, wenn der Jochen und ich auf Tour gehen und jeden Tag in einer anderen Stadt sind und so. Aber zusammen. Zusammen. Ja, das, also das wird ein Ritt. Das wird spannend. In der Stadt, um die es heute geht, waren wir beide schon, aber nicht zusammen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe nur so eine Idee von der Stadt. Die war schon grandios. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es dir gefallen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht gefallen hat. Nee, also das wäre ein Ding. Also bei so einer Stadt, die so viel zu bieten hat, Wien ist toll. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich sehr schöne, letztlich waren es 3 Nächte, also so 3,5 Tage da. Mhm. Nur einfach, das ist eine Art und Weise, wie man Wien erleben kann. Und was jetzt den kulturellen Reichtum dieser Stadt angeht. Also da musst du ein Jahr hinfahren, da musst du eigentlich ein Jahr wohnen wahrscheinlich. Ja, du kannst dann nur an der Oberfläche kratzen oder musst dich für was entscheiden. Mhm. Das habe ich dann letztlich auch getan. Also ich sage nur Gustav Klimt, ich sage Essen, ich sage Popkultur. Mhm. Und das waren jetzt so 3 Eckdaten und den Rest kriegst du auf dem Weg auch noch mit. Also ich kann Wien empfehlen als wirklich so Städtetrip für Wochenende plus 1,5 Tage. So, mhm. Also wenn man jetzt sagt, so Donnerstag, Freitag frei oder so und dann hin, das ist schon toll. Wie gesagt, also wenn ich jetzt irgendwann mal 1000 Jahre alt bin, dann werde ich, glaube ich, da zelten 6 Jahre am Stück und werde in alle Museen, in alle Ecken reingehen, weil das ist unendlich. Mhm. Und es ist ja erstmal, also mein Eindruck damals, ich bin da am Bahnhof angekommen und ich war da für eine Veranstaltung und bin von diesem Bahnhof zu meinem Hotel gelaufen. Ich hätte dann eben auf der Karte gesehen, es ist nicht weit, irgendwie 1,5 Kilometer. Mhm. Ich bin mit leichtem Gepäck gereist. Übrigens großartiger Son von Silbermond. Hast du mal was gedroppt jetzt? Ja. Nein, Silbermond ist mein Guilty Pleasure. Eigentlich ist es nicht so meine Musik, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Wie heißt die Sängerin? Steffi, ne? Steffi. Die ist fürchterlich nett. Die ist so nett. Steffi, wenn du mal diesen Podcast hörst, wir finden dich so nett. Steffi ist so nett. Ich habe die ein paar Mal zu Interviews getroffen. Hm. Und wenn du dann irgendwie jemanden interviewst, im Radio war das, wo du normal denkst, ja, Musik ist gut gemacht, bin jetzt aber kein Fan. Und über Steffi und so ein paar Songs wie Leichts Gepäck ist das mein Guilty Pleasure, sagen wir so. Ich habe in so einer TV-Aufzeichnung gesessen mit Sabine Heinrich, eine Kollegin. Hi Sabine. Von dir, von 1Live, eine Moderationskollegin. Und da war die Steffi von Silbermond auch dabei. Und ich war das unbeschriebenste Blatt in der Runde, weil ich hatte so ein innerlich getriebenes. Ich habe so eine US-Tour gemacht zur Wahl, zweiten Wahl von Obama, US-Wahl. Also damals wussten wir noch nicht, dass er gewinnen würde. Also ich persönlich hatte es ein wenig gehofft, um es mal so auszudrücken. Und saß da und fühlte mich sehr unsicher, weil ich nicht oft im Fernsehen war. Und Steffi und ihr Bandkollege haben sich so lieb, also nicht jetzt gekümmert, weil ich weinte in der Ecke saß, aber die waren einfach interessiert. Also ehrliches, aufrichtiges Interesse. Und das muss man nicht. Das sage ich gleich dazu. Ich habe jetzt öfter mal durch meine Arbeit auch mit Künstlern zu tun. Man muss nicht so aufgeschlossen gegenüber anderen Leuten sein, aber sie waren es. Und das hat mich sehr erfreut. Ja. Sehr, sehr nette Leute, sehr, sehr nette Band. Ja. Ich bin also mit leichtem Gepäck da vom Bahnhof in Wien zu meinem Hotel gelaufen. Und du guckst halt nach links, du guckst halt nach rechts und kommst aus dem Staunen nicht raus. Also du musst halt, ich finde, das ist so eine Stadt für mich, war so dieser Eindruck, ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenlaufe oder gegenrenne, weil ich die ganze Zeit den Kopf irgendwie oben habe, nach links. Also die Gebäude, die Häuser, wie diese Stadt aufgebaut ist, das ist ja erstmal dieses Altehrwürdige aus dieser K&K-Zeit, was da steht. Also das ist erstmal schon so eine ganz andere Art von Kulturschock oder Flash. Also wenn man dann überlegt, wie schön die Städte wahrscheinlich ohne diese verdammten Kriege aussehen würde, auch noch heute. Und Wien ist so eine Stadt, die sich halt diesen Charme der Jahrhundertwende, also das Jahrhundert vorher, halt so bewahrt hat. Und das war so mein Eindruck, es ist erstmal halt bam, schön. Ich hatte einen so einen Moment, der sehr viel mit der Schönheit und der Größe oder der Größe der Gebäude, dieser Macht der Gebäude, diese Mächtigkeit eher zu tun hatte. Ich war im Museumsquartier, wir kommen da später noch zu, in einem Museum namens Museum Leopold. Und das ist eine wunderschöne Ecke der Stadt. Du kommst aus dem Museum wieder raus, hast wirklich, wirklich tolle, also wirklich
Gemälde von Weltruf sozusagen gesehen. Gehst durch dieses Museumsquartier, also relativ so von der Stadtplanung, so ein designter Ort, wo man so einen Platz in der Mitte hat, wo Leute so chillen, aber es wirkt halt nicht übers Knie gebrochen oder irgendwie konstruiert, sondern es wirkt irgendwie echt, man fühlte sich gut und ich ging durch so ein Tor und dachte schon, jetzt habe ich gerade so ein architektonisches Highlight hinter mir gelassen und kam halt da raus und stehe einfach vor einem Platz, auf dem wieder mal eine riesengroße Säule von irgendeiner Kaiserin oder irgendeinem Kaiser steht irgendwie und rechts und links halt zwei unfassbar große Museen. Also du betrittst einen Platz, der eigentlich so alles so hat, was mit dem Platz verbunden ist, viel Platz, viel Himmel, in der Mitte eine Säule und rechts und links halt diese zwei Museen. Ich schaue gerade mal nach, ich glaube, das war das Naturkundemuseum und das Historische Museum oder so. Ja. Also ich werde es nachher nochmal präzisieren. Das schlägt einem so ein bisschen so die Wahrnehmung raus, weil es einfach so wunderschöne große Gebäude sind, die wahnsinnig gut erhalten sind und dann geht dir erst auf, was da drin stattfindet, weil die haben natürlich alle mehrere Stockwerke mit richtig hohen kulturell wertigen Ausstellungsstücken beziehungsweise auch einfach wissenschaftlich spannenden Sachen und das ist eine Ecke und dann gehst du weiter und kommst wieder an so eine Ecke. Und Wien, ich habe Wien als eine Stadt erlebt, durch die ich mich wunderbar treiben lassen konnte. Genauso wie du sagst, ich habe sehr viel zu Fuß gemacht, außer halt die ganz weiten Strecken. Und man ist so von einem Highlight ins nächste gestolpert. Mhm. Und die sind tatsächlich unterschiedlicher. Also das ist jetzt nicht nur Architektur oder Geschichte oder so. Aber wie gesagt, die genauen Museennamen später, ich hatte mir das notiert. Kurz zu meiner Grundsituation. Wir befinden uns ja, wie du gerade sagtest, im Jahr 2019 und es ist Sommer, wenn wir diese Folge gerade aufzeichnen. Und es ist einer dieser heißen Sommer. Und es war auch da heiß in Wien. Und Hitze sollte irgendwie meine 3 Tage doch schon ziemlich prägen. Ich bin dann letztlich angekommen. Also ich wurde, muss man dazu sagen, ich wurde eingeladen von einem kulturellen Fest, das Popfest da. Das fördert die österreichische Musikkultur. Ich will sagen, da ist auf dem Karlsplatz mitten in der Stadt, also ein schöner Platz vor der Karlskirche irgendwie, also ein zentraler Platz, ist eine Bühne aufgebaut, auf der sehr, sehr junge Popkünstler auftreten. Also ich will sagen, Wien steht eigentlich eher so für Hochkultur, klassische Musik, Museen und so weiter. Und da wurde jetzt genau in dieses Setting wurde halt irgendwie diese Bühne reingebaut, wo halt verdammt junge Menschen auftreten und junge Musik machen. Und die hatten mich gefragt, ob ich da halt mitdiskutieren will auf so einem Panel. Da ging es um die Zukunft der Musikwelt sozusagen und vor allen Dingen, ob ich auch eine Podcast-Folge machen will. Die haben jetzt nicht alles bezahlt, aber haben mich dahin gebracht. So. Mhm. Und will sagen, ich bin dahin geflogen an dem Tag. Das muss man dazu sagen, weil wir ja auch sehr auf Bahnfahren stehen und so. Ich bin damals geflogen, kurz zur Info. Ich bin geflogen und vom Flughafen ist es in die Stadt nicht weit. Also es ist jetzt nicht so ein Ritt wie in anderen Großstädten, wo du eine Stunde unterwegs bist, sondern ich bin wirklich gefühlt 15 Minuten in einer Art Regionalexpress oder so, da halt einfach in einer normalen Regionalbahn irgendwie zum Hauptbahnhof gefahren und dann noch 2 Stationen weiter zum Karlsplatz und ich war mittendrin. Das ist schon mal kurz. Du hattest dich jetzt aber auch nochmal mit den Bahnen verbindet. Ja, also ne? Wir empfehlen ja auch so viel wie möglich, also die Nahziele mit der Bahn zu machen. Und Wien ist, wenn ihr in Österreich uns zuhört, wisst ihr eh, dass das Bahnsystem da gut ist und man fast überall in Österreich schnell nach Wien kommt, von der Schweiz auch. Von Deutschland aus kommt man da auch großartig hin. Berlin, ne? Berlin-Wien ist schon eine Strecke, Zug am Tag 7,5 Stunden. Okay. Ne? Mit Umsteigen, oder? Nee, ich glaube, es geht fast direkt durch. Ja. Nagel mich nicht fest aufs Umsteigen, aber es sind 7,5 Stunden. Mhm. Nachtzug, die österreichische Bahn, hat ja zum Glück, finde ich, ganz viele der Nachtzugstrecken übernommen, die Deutsche Bahn nicht mehr bedient. Und der Nachtzug, den gibt es auch aus Berlin. Der fährt dann abends los, dann ist man, hat man einen Schlafwagen, wenn man Bock hat, oder einen Liegewagen, ist man 12 Stunden unterwegs, hat dann Nacht gespart und kommt dort mitten in der Stadt wunderschön an. Hamburg, wenn man über Tag fährt, sind es 9 Stunden von Köln, bisschen mehr als 7,5. München, klar, da ist man schnell, 4 Stunden. Frankfurt, Stuttgart, Dresden, alles so 6, 6,5 Stunden, wo man wirklich ganz entspannt von Innenstadt zu Innenstadt fährt und hat auch diesen Transport vom Flughafen, auch wenn er in Wien wirklich schnell geht. Das hat man alles nicht. Also kann ich nur empfehlen, mit dem Zug hinzufahren. Ich habe es auch damals gemacht
Und was toll ist, wenn wir schon bei Zug und Kurznahverkehr sind und von A nach B kommen in Berlin, in Wien. Wien hat ein großartiges öffentliches Verkehrssystem. Also eins der besten überhaupt in ganz Europa. Also man läuft nie viel länger als 5-6 Minuten, um irgendwo an eine Tramstation zu kommen, an eine Straßenbahnstation zu kommen. Tagesticket kostet 8 €, habe ich nochmal nachgeguckt. Die sind da gerade seit Jahren schon bei, dieses ganze System weiter, ihr öffentliches Nahverkehrssystem auszubauen, auch umzubauen. Also es gibt zum Beispiel, die haben jetzt ein Ticket, dass wenn man dort wohnt als Wiener, dass man für 1 € am Tag fahren kann. Also wenn man für 365 € sich ein Ticket kauft das ganze Jahr, hast du 1 € am Tag und kannst da fahren, so viel du willst. So im Vergleich, in Berlin kostet sowas fast 800 €, in London 2000 Pfund. Ja. Ne? Also das haben die schlau gemacht und es gibt jetzt ganz viele Städte. Auch habe ich gelesen, dass Berlin sich das jetzt auch anguckt. Also eben der Versprecher mit Berlin, da war ich im Kopf schon weiter. Sich dieses System halt anzugucken, weil es so perfekt ist. Und deshalb, ich kann nur raten, fahrt mit dem Zug nach Wien und nimmt dort den öffentlichen Nahverkehr. Das ist echt super. Die haben jetzt sogar diesen Sommer, das habe ich auch noch gelesen, per Zufall, diesen Sommer ausprobiert, weil es da auch so heiß ist, um den Bogen zu schlagen, haben die so testweise Züge mit quasi mit so Zitrusduft und so fahren lassen, dass es da nicht so stinkt, wenn wir alle da drin so schwitzen. Das ist jetzt, das haben die jetzt ein paar Monate gemacht und überlegen, ob sie dann im nächsten Jahr halt auch die Züge dann im Sommer, wenn es so heiß ist, dass es da halt auch angenehmer ist zu fahren. Die machen sich echt viele Gedanken. Ja, das so verkehrstechnisch und wie man da hinkommt. Natürlich kann man auch fliegen, aber ich finde halt so, bei dir war es jetzt so ein Business-Trip, aber ich finde, wenn man Zeit hat und wir auch sagen, fliegt nicht innerdeutsch und da gehört dann Wien oder die Schweiz vielleicht von der Nahstrecke dann auch dazu. Also das kann man gut machen, vor allem, wenn man ein bisschen Zeit hat. Genau, man kann es einfach ansteuern und versuchen, das einzuhalten, das Ziel, und es wird immer einfacher und auch angenehmer. Man, das ist aber eine entspanntere, weißt du, so Rückreise war bei mir dann auch wieder nicht so toll, weil der Flug dann 1000 Mal verschoben wurde und so. Hättest du auch im Zug fahren können. Ohne Scheiß, ich wäre mit dem Zug schneller zu Hause gewesen. Ja. Ansonsten, ja genau, also ich bin da pro Tag vielleicht 2-mal mit der Bahn oder mit der Straßenbahn oder so gefahren. Hört man mich richtig gut, ja, ne? Ja, ich höre dich gut. Ja. Gut. Ja. Nur, dass die Leute mich richtig hören, das ist ja wichtig. Ne? Das ist ja wichtig, dass die Leute auch dich hören. Du bist ja so ein Mittelpunkt, du warst ja in Wien, ne? Ja, ne? Aber du ja auch schon mal, mein Junge. Ja. War mal nicht frech. Aber 260, glaube ich, war eine Einzelfahrt. Und sonst geht man, wie du schon sagst, verdammt viel zu Fuß. Jetzt aber mal zum Thema. Ich komme an. Ja, du? Ich wohne im Zentrum, also habe da ein relativ praktisches, kleines, also ein Hotel, das jetzt nicht schön war, aber pragmatisch, ne? Aber relativ, ich habe Lage diesmal gemacht, weil ich dachte, da ist so viel, ich möchte gern viel rumlaufen und auch schnell irgendwo sein. Komm an, brütende Hitze, also richtig fertig auch von der Reise, geh ins Hotel und das Witzige, ich erzähle das jetzt einfach mal chronologisch nach, Michael, ich glaube, das gibt das Wochenende und auch die Stadt am ehesten wieder. 35 Grad, gehe rein ins Zimmer, runtergekühlt natürlich, leg mich hin, und weil ich meine Karte, diesen Cardreader, der immer sagt, dem Zimmer sagt, dass ich da bin, reingesteckt habe, ging dann wie von Geisterhand nach einer Minute gegen meinen Bildschirm an, also meinen Fernseher, und darauf zu sehen war ein Aquarium. Und dazu kamen so sphärische Klänge, die man vielleicht mal hört, wenn man so eine Wellness-Massage so macht. Wahlgesänge, so Wahlgesänge, also, oder was? Ja, nicht mal Gesänge, sondern eher so Synthi-Sound, also das Klassische, was du so hörst, wenn, weiß ich, in einem Wellness-Hotel, dass du dir einmal in deinem Leben vielleicht nochmal erlaubst, irgendwie, weiß nicht, Herr Blum dir eine Gesichtsmaske auflegt und eine Gurkenmassage macht. Also so Gurken abends als Tango, Duft, morgens Fango und so. Ja, genau. Ja. Jetzt hast du ja morgens, genau, morgens Fango, abends Tango. Ja. So eine Mucke. Das heißt, ich lag da in diesem runtergekühlten Zimmer und lag echt so 20 Minuten meditativ da, hab so blaues Aquariumlicht gehabt und hab diese Wellnessmusik gehört. Ja. Danach war ich gestärkt. Und was macht Jochen? Er guckt auf sein Handy, wo er ist. Und er geht so ein paar Highlights durch, die er sich vorher rausgesucht hat. Ich bin bewusst in diese Reise relativ unbedarft reingegangen, weil ich dachte, ich möchte auch mal eine Stadt wieder so erleben, tief entdecken. Mhm. Also eben einfach mal so durchstolpern. Es hat tatsächlich funktioniert. Denn das Erste, was ich sah, das direkt nebenan. Und es tut mir leid, Michael, dass ich dieses Klischee heute wieder erfüllen muss. Das Hotel Sacher war.
Du hast ja das Hotel nur ausgesucht, dass du neben dem Sacher bist, oder? Das ist wirklich nicht so. Vierte Mahlzeit. Ist Jochen-Style. Sicher, Alter. Ja. Ich bin da die Aufforderungsfolge wie aus meinem Aquarium rausgeschält. Ich bin dann 35 oder 50 Meter gegangen oder was um eine Ecke und stand vom Hotel Sacher und natürlich vom Café Sacher, das bekannt ist. Wer es noch nicht erraten hat, wird jetzt drauf kommen, für die weltberühmte Sacher-Torte. Mhm. Und die hast du dann auch gegessen? Ja, also im Prinzip war das mein Ziel. Ich stand erstmal in der Schlange mit Indern, Chinesen, Amerikanern. Ne, die jetzt wollten das international, ja. Genau, international. Und der Swombi, was bist der du? Swombi. Der Swombi, ja, alles klar. Und hab dann, das wusste noch ganz genau, die Sonne hat halt derbe gebrannt noch so, obwohl schon später Nachmittag war, Kaffeekuchenzeit, 16, 17 Uhr oder so. Und stand die Sonne, da gab es so einen Schatten, den das eine Haus geworfen hat. Und dann standen so an dem Schatten entlang, weißt du, wie so, Esel, okay, in der Wüste am Gebäude, standen die ganzen Leute so und ich halt auch. Ich habe es zu spät gemerkt, weil ich einen Meter größer war. Und dadurch meine Birne ziemlich gebrannt hat, aber was soll's. Stand da dann so 20, 30 Minuten an, bei einer durch und durch touristisierten Geschichte natürlich, machen wir uns nichts vor, wurde dann aber von einer extrem adrett gekleideten, sehr gut ausgebildeten Kellnerin, wurde ich halt reingeführt. Gut erzogen. Ja. Grüße an die Mutter und den Vater. Ja, sozusagen. Vielleicht hört sich's ja. Und er wurde dann reingebracht zu meinem Tisch, ne, wo ich dann alleine, ich war alleine unterwegs, hilft übrigens in Wien sehr, wenn du keine Reservierung für Essen oder sonst was hast, oftmals wird gefragt, sind sie allein? Ja, dann kommst du natürlich schneller rein, weil viele Touri-Gruppen natürlich in großen Gruppen unterwegs sind oder Familien, das ist ja auch ein Ort, wo man auch mit seinen Eltern hinfährt oder seinen Kindern. Und so kam ich relativ schnell durch, kam rein und hab dann halt natürlich, was habe ich mir bestellt, das klassische Gedeck, was man sich da bestellt, nämlich eine Melange. Mhm. Du weißt, was es wahrscheinlich, was es ist. Ich habe es in dem Moment dann erst wirklich am eigenen Leib erfahren. Wien, letztlich Kaffee ist ja oft, korrigier mich, ein Espresso, also ein sehr kurzer, starker Kaffee, der dann irgendwie verlängert wird, wenn man mehr von dem Kaffee will, also in Sachen Menge. Oft kommt sogar zum, wenn man ein Americano oder was an das will, was am nächsten an unseren normalen Kaffee rankommt, wirklich ein kleines Kännchen mit warmem Wasser dazu. Und eine Melange ist dann letztlich mit Milch und mit Sahne halt irgendwie ein bisschen angereichert und schmeckt fantastisch. Also der Kaffee in Wien wirklich toll. Ich habe keinen schlechten Kaffee in Wien getrunken. Sag erstmal. Genau, um das zu vollenden. Dazu natürlich ein Stück Sachertorte. Die Sachertorte, Michael. Und ich wiederhole, die Sachertorte. Denn man kriegt natürlich überall auf dieser Welt Sachertorte, aber nicht die Sachertorte, die nur dort hergestellt werden kann. Mit einem Geheimrezept. Mit einem Geheimrezept, das an einem Tresor natürlich aufgewahrt wird. Und es gibt verschiedene Versionen der Sachertorte. Man streitet sich da, ob zwei Marmeladenschichten sein muss. Also eine ist immer in der Mitte, aber muss unter der oberen Schicht noch eine leichte Marmeladenschicht sein. Man streitet sich. Ich habe ein Stück bekommen, was vor allen Dingen bestach durch eine unfassbar schmackhafte, sehr knackige, aber dennoch mit der Gabel zu brechende Schoko. Das klingt perfekt. Und du kennst ja diesen harten Schokoguss, der die ganzen Kuchen zum Einsturz bringt oder wo deine Gabel fasst. Also auch toll, aber es funktioniert ja nicht. Und genau das hat da funktioniert. Die Mischung aus knackig und trotzdem mit der Gabel zu durchfahren. Der Teig, der ja sehr dunkel ist, das ist sehr schokoladenlastig mit so einer leichten Marmeladenschicht, wie gesagt. Der Teig, der sehr fluffig ist, aber trotzdem nicht trocken. Also ich bilde mir das nicht ein. Das war die beste Sachertorte, die ich hier gegessen habe. Dazu natürlich Schlagoberst. Sahne, genau. Schlagoberst, stehe ich drauf. Also so Kaffee, also Kuchen mit Sahne gibt es ja auch Geschmäcker. So. Ja. Aber ich mag gerade zu so einem Kuchen, der jetzt nicht sahnig ist, eine Sachertorte, gern mal Sahne dazu. Dazu, wie gesagt, die Melange und dazu ein kleines, stilles Wasser. Das brachte mir die Kellnerin dann und fragte mich natürlich, weil ich alleine war und natürlich, wie du dir vorstellen kannst, extrem gut gepflegt aussah. Gerade nach meinem kleinen Aquariumaufenthalt hat sie mir... Ich habe gerade so ein Bild, wie du so mit so einem hängenden Kopf vor deiner Sachertorte und schaufelst. Okay, sorry. Ich versuche hier gerade ein Bild von mir zu entwerfen. Ja. Mittlerweile kennen wir dich. Ja, ja, genau. Und dann kam sie noch zu mir und meinte, sie möchten Sie eine Zeitung lesen. Ich so, ach hör mal. Und dann machte sie mir mit so einem Holzständer befestigte Zeitung. Also du hältst das unten am Holzständer fest und kannst dann so mit der anderen Hand durch die Zeitung lernen. Das heißt, ich saß in einem Wiener Sachercafé, aß eine Sachertorte mit Schlagoberst, einer Melange und stillem Wasser dazu, mit dieser Zeitung. Und ließ mich berieseln von der leichten Klaviermusik, die vom Band kam und dachte, Junge, du bist seit einer Dreiviertelstunde in der Innenstadt und du bist angekommen. Mhm.
Ich fand's toll. Also diese Kaffeehäuser, also natürlich das Sacher-Ding so besonders, ne? Ja. Und halt auch berühmt. Die ganze Stadt ist voll von diesen Kaffeehäusern. Da gibt's so ganz altehrwürdige Cafés. Da gibt's auch natürlich schicke und moderne Cafés. Also schick sind die alle. Meistens sehr, sehr oldschool, so sehr konservativ. Der Österreicher ist hier da auch dann so sehr mit seiner, so sehr traditionell verbunden. Ich habe als ich da war, noch die Geschichte gehört, wie der Kaffee überhaupt nach Wien kam. Warum die so steil gehen auf Kaffee. Also nicht das allererste Kaffeehaus der Welt wurde jetzt nicht in Wien eröffnet. Das war in einer anderen Stadt, wo du auch schon warst. In Venedig? Ja. Ah, okay. So 1647, glaube ich. Dann haben sie in London mal eins aufgemacht. Und um einen kleinen Geschichtsausflug zu machen, 1683, wir wissen das alle aus dem Geschichtsunterricht, was ist da zu Ende gegangen in Wien? Die Belagerung von den Türken. Die Türken haben Wien belagert über eine sehr, sehr lange Zeit. Okay. Und haben sich dann, also Osmanisches Reich, ne, muss man sagen, das Osmanische Reich. Ja. Und der Osmane an sich hat ja gerne mal ein Schlückchen Kaffee getrunken. Ja, auch der Osmane auch an sich. Sich, ne? Ja. Ja. Und macht er heute noch. Also in der Türkei haben wir auch eine ganz fantastische Kaffeekultur. Ja. Und jetzt haben die Belagerung aufgegeben und die Wiener haben so Säcke gefunden mit Kaffeebohnen. Okay. Aber die hatten natürlich 1683, keine Ahnung, was das wirklich ist. Und dann gibt es die Legende und diese Geschichte, dass ein, pass auf, armenischer Spion, der für die Österreicher spioniert hat, so ein Doppelspion, dass der Typ, der wusste natürlich, okay, das sind Kaffeebohnen, und der Typ wusste auch, wie man Kaffee macht. Und dieser Armenier, der war dann 1683, 85 so der erste und für lange Zeit auch der erste Kaffeehändler und der erste, der auch ein Kaffeehaus aufgemacht hat. Und der hat quasi, also ein Armenier hat nach der türkischen Belagerung in Wien quasi diese Kaffeekultur entstehen lassen. Das fand ich so eine geile Geschichte, weil das wieder so Europa und die Verbindung Asien und alles mögliche zeigt. Und das auch dann wieder zeigt, so für heutzutage immer wieder dran zu denken, wenn wie Kulturen sich über die, gerade auch über die Speisen halt dann so vermischen und was entwickeln und es besser wird und wenn Sachen zusammenkommen, cool wird. Und aus dieser Geschichte, aus dieser Legende raus sind dann über die Jahrhunderte ist diese sehr traditionelle Kaffeehauskultur in Österreich entstanden. Und die Österreicher haben es dann wieder über die Monarchie, über die K&K, haben es dann weiter wieder nach Ungarn gebracht. Und du hast auch Kaffeehäuser in der Slowakei und überall. Also das finde ich halt einfach eine ganz grandiose Geschichte wieder. Ist schön. Also macht es irgendwie tatsächlich sympathischer. Also ich hab den Moment da einfach extrem genossen. Zudem kommt ja dieses Ding, was du so ein bisschen, glaube ich, auch kannst. Ich kann ja leider keine Akzente oder Dialekte nachmachen. Ich auch nicht. Der österreichische Dialekt, wenn ich mal so nennen will. Österreich. Hinreißend. Ja. Finde ich ganz toll. Also hinreißend ist vielleicht das richtige Wort. Der wirkt ja immer so ein bisschen arrogant und alles wirkt so ein bisschen edel, wenn man es sagt. Einfach toll. Ich finde es toll. Und die Sprache, wie mir dann die Zeitung angeboten wurde, ich fühlte mich einfach verdammt gut in dem Moment. Diese Geschichte, wo diese junge, adrette Frau, die eine Zeitung angeboten hat, ich bezahle, also ich spende seit 15 oder 20 Jahren Geld an WWF, weil eine Österreicherin mir das aufgeschwatzt hat. Die hat so schön gesprochen, ich war schockverliebt und seitdem spende ich für die ihres 60 Euro jedes Jahr, weil diese Österreicher mit dem Dialekt, ich höre es auch gerne, also nicht nur, wenn junge Frauen sprechen, sondern ich finde es auch lustig in den cool. Bars da, wenn halt so die Granten und die alten Leute halt diesen Dialekt sprechen und Baba und wenn sie Tschüss sagen. Ich finde das ist ja, Dialekte ist ja wie, jeder hat so einen anderen Faible für Sprache, aber ich finde dieses Österreichisch und das Wienerisch ist ja nochmal ganz besonders. Ich habe auf jeden Fall im Anschluss an mein Stück Sachertorte und das übrigens, das alles zusammen, das ist ein kulturelles Erlebnis, das kostet Geld. Was kosten so ein Stück da? Also die Melon, also diese ganze das Gedeck. Set, das Gedeck hat, glaube ich, irgendwie 16 Euro gekostet. Wow, also absurd teuer. Ja. Das war für mich wichtig, das muss man wissen, ob man das will. Für mich war das ein Programmpunkt. Also für mich war das irgendwie so wie so ein Museumsbesuch. Für mich ist ja Essenkultur. Das ist King of vierte Mahlzeit. Genau, also für mich hat es gepasst, aber man muss halt wissen, ob man das will. Ich habe es nicht bereut und ich habe es insofern nicht bereut, als dass ich im Anschluss an meine Sachertorte mit Schlagobers guckte mich diese Frau an, frage mich, gesagt, mein Gott, scheiß da runter drauf, ich nehme noch einen Apfelstuhl.
Hast du? Dann habe ich mir bei 35 Grad Außentemperatur habe ich mir nach einer Sahnetorte mit Sahne genommen, habe ich mir noch einen Apfelstrudel mit Sahne reingehauen, mit Schlagobers reingehauen. Ist noch Platz für einen Kaiserschmarrn, der Herr? Ich war mit der Zeitung noch nicht durch. Ach so. Was okay. willst du machen? Ne? Ja. Also neben mir natürlich dann die Asiaten, die Selfies von sich machten oder halt irgendwelche Amis, die diskutierten oder dem Kellner dann erklären wollte, wie die Karte so lautet. Das Übliche, aber ich habe ganz ruhig da meine 240.000 Kalorien zu mir genommen. Schön. Hab dann gezahlt und bin rausgegangen und habe mich weiter dem gewidmet, was ich wollte, nämlich herumzuirren in einer wunderschönen Stadt. Und also ganz kurz, es ist nicht überall so toll wie im Sacher. Also nein, die Kaffeehäuser, so, das gibt es also ganz normale. Die reizen das da aus. Junge, du kannst ja auch zum moderaten Preis Kaffeekuchen machen. So. Ja. Also keine Sorge. Ne? Ich wollte aber nicht von diesem besonderen Erlebnis. Der Raum ist auch schön. Es ist eine runde Nummer. Mhm. Man muss es wissen. Ja, und Fatih fährt mal einen großen Schuh. Ist ja gut. Genau, man gönnt sich ja sonst nichts. Auf jeden Fall herumirren und herumspazieren ist letztlich mein Stichwort jetzt. Ich bin einfach wieder so ein bisschen durch diese Stadt gelaufen, an wunderschönen Gebäuden vorbei, ein paar Denkmälern, die ich so halbwegs dann verstanden habe, weil es einfach eine Häufung krass war. Ich habe es dann irgendwie mal bei Google Maps mal nachgeguckt oder so. Habe auch wahrgenommen, sehr viele klar definierte, üppige Radwege auch. Also auch da ist Wien relativ weit vorne, auch wie eine moderne Stadt zu funktionieren hat. Es war dann, die Dämmerung brach an. Und ich kam dann relativ schnell, lass es 5 bis 10 Minuten wirklich nur gewesen sein, kam ich an so einen Platz, umrundet von weißen, sehr hohen, antiken Gebäuden. Also einfach wieder so ein Ding, was wo ich jetzt normalerweise, wenn ich eine Stadt haben würde, daraus irgendwie so die Haupttouristenattraktion machen würde. Es war wohl offensichtlich so ein Nebenplatz oder so, also es war jetzt nicht die Hauptattraktion. Letztlich gab es dann aber auch einen Eingang auf der einen Seite dieses Platzes in dieses Gebäude. Und in mir wurde dann relativ klar, das war der Eingang des Prunksaals der Österreichischen Nationalbibliothek. Zack. Was heißt, also es gibt die Österreichische Nationalbibliothek an sich, ist sowieso schon riesengroß und noch eine ganz andere Dimension. Also die sah aus von außen, als hätte man da wirklich eine halbe Woche verbringen können. Dieser Prunksaal ist letztlich ein Raum und war letztlich, mir kam er sehr gelegen. Also weil ich halt irgendwie dann halt kurz irgendwie im Netz guckte, so was das so ist, sah so ein paar Bilder und war so fett. Also das sieht wirklich wie ein wunderschöner Ort aus. Bin rein. Und habe dann erstmal den Kollegen an der Kasse, so ein junger Kunststudent, der irgendwie wahrscheinlich seine Kohle da verdienen wollte, habe ich erstmal interviewt, was ich noch so in der Stadt machen soll. Der dachte natürlich, was ist das wieder für eine Flitzpiepe, der hätte sich jetzt zumindest mal vorbereiten können. Ja. Gab mir aber sehr gute Tipps, nämlich in die Sezession zu gehen. Dazu kommen wir später noch. Das ist ein ganz wichtiges Künstlerhaus. Und wirklich habe ich absolut nicht bereut. Ich jedenfalls zahle den Eintritt, gehe da rein. Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Jetzt kommt ein Vergleich, der natürlich geografisch überhaupt nicht stimmt. Harry Potter. Okay. Also wenn ich als Mensch, der nicht alle Harry Potter gesehen hat, alle Filme gesehen hat, aber ein paar davon, mir die Bibliothek vorstellen müsste, in der der auch noch sitzt und irgendwie studiert oder irgendwie wieder lernt, wie er Leute verschwinden lässt oder wie auf dem Besen da durchreitet, das wäre sie gewesen. Mehrere, du kommst, gehst eine Treppe hoch und gehst rein, dir schlägt der Atem weg, weil es so schön ist. Du hast einen extrem langen Raum, also der sehr, 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 sehr lang ist. Du hast rechts und links Bücherregale, die ohnehin schon hoch sind, aber mehrere Stockwerke. Also da hast du wirklich diese klassischen Treppen, mit denen man an Bücher dann rankommt. Also wirklich. Also auch diese Leitern, die man so hinher schiebt. Genau, diese das. Toll beleuchtet natürlich auch, also auch schön inszeniert, aber wirklich viel zu hohe Decken mit 2 bis 3-stöckigen Bücherregalen. Wunderschöne Deckenmalereien, auch Stuck und so, also ein uraltes, wunderschönes Gebäude. Überall stehen Globen rum, also mir ist ja von Globus, also halt irgendwie so alte Entwürfe der Welt. Also es ist sogar eine der ersten Weltkarten dort zu sehen, auf der Amerika zu sehen ist. Also sehr historisch aufgearbeitet, also historische Literatur, aber halt auch so Kartografie und sowas für mich. Du weißt ja, dass ich Geografiestudent war, auch das studiert habe, trotzdem nicht weiß, was Norden und Süden ist. Wie viele Semester eigentlich? Ich habe das zu Ende studiert, mein Freund. Ich hab Medienwissenschaft und Geografie studiert und habe das zu Ende studiert. Wir müssen über das deutsche Bildungssystem sprechen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall war da so ein erstes Rudiment, wie so ein Blinddarm so ungefähr geformt, so ein Rudiment von Amerika zu sehen. Und das war dann so, stand dann drunter eine der ersten kartografischen Aufzeichnungen von einem Menschen, der überhaupt Amerika auf einer Karte eingezeichnet hat. Also sehr, sehr viele interessante Sachen und vor allen Dingen ein Raum, in dem ich mich sehr, sehr lange aufgehalten habe, weil er einfach so wunderschön ist. Du hast das so, es bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, wobei es das nicht ganz würdigt, aber es ist auch so ein Selfie-Ort, habe ich dann gemerkt. Da waren viele Leute, die in gewissen Positionen auch Bilder von sich gemacht haben, weil es so wunderbar ausgeleuchtet ist. Das dunkle Holz, die Decken, die Bücherregale, die Globen, diese wunderschönen Beleuchtungs-, also die wunderschönen Lampen und so. Also einfach ein sehr, sehr eindrucksvoller Ort. Finde ich auch ein guter Einstieg für Wien, weil er nicht zu tief geht, weil du so ein bisschen an der Oberfläche kratzen so kannst von dem, was so möglich ist, geschichtlich. Und aber einfach übermannt bist von dieser Schönheit. Also wirklich ein toller Ort, den ich persönlich nur empfehlen kann. So, ne? Und wenn man Instagram
addicted ist und da sein Foto machen will, kann man es auch tun. Ich habe Bilder gemacht, die stelle ich auf unseren Account. Ich bin, glaube ich, nicht drauf zu sehen. Kann man sich da hinsetzen und irgendwie lesen? Kann man da, oder ist es wirklich nur zum Angucken? Oder? Du kannst eine Führung machen, da wird dir relativ viel erzählt. Du kannst dich da auch relativ, ich weiß nicht, ob es Sitzgelegenheiten gab. Ich habe mich sehr lange zum Beispiel bei dieser Karte aufgehalten. Ja. Das ist dann wie ein Museum, so mit so Nebentexten irgendwie erklärt. Du kannst dich da schon, also du kannst da jetzt nicht zwingend ein ganzes Buch durchblättern. Ja. Aber es ist ein schöner Ort. Und ich kann ihn nur empfehlen. Hört sich fantastisch an. Also. Ist wirklich schön. Man muss dazu sagen, dass Museen in Wien, um das gleich wieder ein bisschen zu erden, schon, das ist fast ein Kostenfaktor. Also ich habe für den jetzt Eintritt 9 € bezahlt oder so, ist okay. Aber wenn man bedenkt, dass ein großer Anteil deines Wien-Urlaubs gegebenenfalls halt Museen sind, kommst du irgendwann schon mal 40, 50 Euro Museenkosten raus. Also es ist jetzt nicht so, dass es alles so durchgefördert ist, dass du dafür einen Zehner alles siehst. Das ist einfach nicht so. Muss man wissen. Muss man ja auch sagen. Was man da bei Wien auch wieder machen kann, es gibt halt auch so Wien-Cards und alles mögliche, also informiert euch da mal, könnt ihr im Netz ganz gut nachschauen. Wenn man sagt, ich mache einen Museumstrip, und das kann man ja offenbar in Wien sehr gut machen, in allen möglichen Richtungen, da gibt es natürlich auch Programme, irgendwelche Wochenendtickets, Kombi-Tickets, guckt einfach mal im Netz. Da findet ihr bestimmt dann auch Möglichkeiten. Ja. Um diesen Tag dann sozusagen zum Abschluss zu bringen, es war eigentlich nur mal ein Anreisetag, es war dann, als ich rauskam, natürlich schon dunkel. Und ich bin dann halt zum Karlsplatz geirrt, der dort in der Nähe ist, in dessen Nähe ich ja auch geschlafen habe und letztlich auch mein Hotel war und vor allem dieses Wiener Popfest stattfand, auf das ich eingeladen war. Und das war dann auch wieder für mich in dem Moment, Entschuldigung, Michael. Danke, Jochen, kein Problem. You're welcome. Danke. Eine schöne Brechung, weil halt auf diesem Karlsplatz, vor dieser Karlskirche, und ihr habt vielleicht langsam so ein Bild davor, dass in Wien sehr viele Gebäude einfach schön sind und so ein bisschen mächtig und prunkvoll und so. Genau davor war halt eine Bühne aufgebaut, teilweise in dem Brunnen vor der Karlskirche auf dem Karlsplatz, wo halt diese jungen Bands spielten. Und ich kam dann halt an und kam aus diesem Prunksaal der Nationalbibliothek und hatte davor die Sachertorte und alles. Und dann stand da halt irgendwie eine kleine Kombo von so drei jungen Frauen, die halt Hip-Hop gemacht haben. Und die dann stark. Ja, genau. Also Hip-Hop Hip-Hop über zu viele weiße Jungs im Rap und sehr, sehr viele böse Wörter haben die Girls benutzt. Österreichische Band? Ja, alles österreichische Acts. Und haben wir auch auf Deutsch gesungen auf oder Deutsch, gerappt? Ja. Genau, ja. Stark. Und manche hatten deutsche Wurzeln, aber halt so letztlich alles in Österreich verankert, weil das Festival ganz so ausgelegt war, dass es in Österreich ging. Und junge Acts da vorgestellt werden. Und auch wohlgemerkt keine etablierten, nur junge Acts. Und so stand halt irgendwie im Zentrum der Hochkultur, standen irgendwie verwirrte japanische Touristen auf dem Karlsplatz, während halt irgendwie so drei Girls irgendwie halt wirklich zornige deutsche Sprache auspackten und das Rap-Game halt irgendwie ein bisschen abgefeiert haben. Im Hintergrund halt diese Karlskirche und in dem Brunnen selbst, wo die Bühne halt drin stand, saßen halt die jungen Wiener und haben halt ihre Füße geballt, weil es noch warm war. Und einfach super. Eintritt umsonst, ne? Ja. Eintritt frei einfach. Dann trinkst du da irgendwie so einen mit Spritz, ne? Wie nennt man das? Gespritzter, genau, also dieses Wasser mit Weißwein drin oder so. Und es war einfach ein wunderschöner Abschluss dieses Tages. Wäre dann nicht nach ein paar Stunden Pause nach meinem Stück Sachertorte und meinem Apfelstrudel ein plötzlich eintretender Hunger auf was Vernünftiges gewesen und ich mich danach nach von vielen lokalen Empfehlungen her habe, Leberkäse-Peppi leiten lassen. Will sagen, ja, mei. Ja, mei. Das ist bayerisch. Ja, mei. Ja, gut. Ich komme ja auch durcheinander. Leberkäse-Peppi, jedenfalls über 12 verschiedene Leberkäse. Ne? Also, ich habe es wirklich cool, ich habe es mir richtig besorgt. Also, ich habe kulinarisch versucht, alles abzureißen, was in den 3,5 Tagen möglich war. Ich habe teilweise Leute auf dem Panel da getroffen, mit denen ich diskutiert habe, also bei dieser Musikdiskussion, die haben doch schon erstaunt geguckt, was ich alles kulinarisch abgerissen habe in der kurzen Zeit. Ich jedenfalls zu Leberkäse-Peppi gegangen. Und da gibt es unter anderem Sorten von Leberkäse wie Spinat, Knoblauch oder Pizza. Pizza, Fleisch, Käse ist eine Offenbarung. Hast du das gegessen? Das habe ich gegessen. Fuck. Okay. Das habe ich gegessen. Das ist wirklich, also es hat so eine Ambivalenz. Es geht so von, man braucht die richtige Stimmung, finde ich, um das zu essen. Es ist ja so eine Art, es ist ja einfach alles Fett. Ja. Danke, also das fasst alles zusammen. Ja. Es ist alles Fett in verschiedenen Farben, aber das in der richtigen Semmel und dann mit dem richtigen süßen Senf drauf. Oh ja. Und in der richtigen Stimmung vielleicht, also ich finde, das ist so ein super nachts nach der Party aus dem Club kommen
Und anstatt irgendwie zu irgendeinem blöden Burgerladen zu gehen, irgendwo noch so eine Fleischkässemmel, boah, ja. Das ist ganz groß. Ich hätte ja Lust drauf und du hast dir das aber richtig gegeben. Ich habe es mir richtig dreckig gegeben, ja. Ich bin dann dahin im Dunkeln und war auch, das war offensichtlich genau dieser Ort, wo man dann auch wenn, nicht nur, aber auch wenn man saufen war, dann nochmal hingeht und sich irgendwie richtig gut dann reinstellt, ja, kulinarisch. Ja. Und ich habe dann, wie gesagt, aus den 12 Sorten habe ich die normale genommen, habe dann irgendwie 2 Senfsorten ausgewählt. Das ist ja wie, wenn du 200 Sorten Eis hast, nimmst Vanille, ne? Jo, aber wenn du das erste Mal im Leben Eis isst, irgendwie, dann denkst du auch, ich fange jetzt nicht mit Schlumpf an. Oder so. Ja. Du vielleicht. Aber nein, ich esse am liebsten Spaghetti Eis. Ja. Oh ja, wenn die Sahne unten hart ist. Boah, Alter. Wenn die hart ist und so. Und das dann, ist so geil. Boah, und dann der Löffel einmal durch von oben, du gehst durch die Kokosflocken, durch diese Erdbeersoße, dann kommt dieses tolle Eis, was natürlich diese Form so ein bisschen hat. Und dann macht es ganz kurz so, Alter. Wenn du in die Sahne reingehst. Ja, definieren Sie Glück, ne? Ja. Fleischkäse. Und das lief sehr sachlich ab, was ich sehr angenehm fand. Halt, wie gesagt, ich konnte mir einen aussuchen, dann halt welches Brot ich will, ob es ein bisschen Richtung Lauge geht oder normales Brötchen. Oh, mit Lauge. Ja. Oh, die können auch Lauge-Gebäck. Ja, das ist alles Lauge-Gebäck möglich. Können die. Dann konnte ich mir aussuchen, ob Gurken oder Peperoni dazu. Einfach so. Hab dann einfach ein paar Gurken, noch Gewürzgurken genommen. Und dann war das Thema relativ schnell durch. Übrigens auch günstig, weil wir schon von hohen Preisen gesprochen haben. Das ging dann relativ schnell, das war nett. Da habe ich mir irgendwie, glaube ich, noch einen Altdudler zu reingezogen oder so. Und da war die Nummer auch rund für den ersten Tag. Brütend heiß immer noch, also es wurde ja kaum kühler zu der Zeit irgendwie im Juli. Was habe ich gemacht? Gehe bei ungefähr geschätzten 25 bis 30 Grad auf mein Zimmer, Klimaanlage, Aquarium geht an. Ich hingelegt, auf den Rücken meditativ, habe mir wieder, ich glaube bis, ich weiß nicht, noch 2 Stunden lang oder so, diese Wellnessmucke und das blaue Licht vom Aquarium reingezogen und dann war ich wieder runtergekühlt. Licht hast du aus. Schon die App runtergeladen jetzt für zu Hause? Guckst jetzt hier im Aquarium? Ja, ich habe jetzt das Lagerfeuer von DVD ausgemacht und mache das Aquarium an. Ich fand es so schön, weil mein Zimmer auch relativ klein war und irgendwie das passte. Ja, schön. Ich war im Aquarium. Schnitt, ich wache am nächsten Morgen auf, Michael. Mhm. Wir sind jetzt sozusagen beim nächsten Tag. Aquarium noch an oder hast du irgendwann ausgemacht? Nein, ich habe das ausgemacht. Ja. So weit kommt es noch. Ich schlafe ja nicht im Wasser. Und war relativ früh wach, wie es so oft ist, wenn es warm ist, zumindest draußen, irgendwie war ich früh wach im Alter, ne? Senile Bettflucht, du kennst das Spiel. Nee. Gut, ich war dann relativ früh wach, was habe ich gemacht? Aquarium erstmal an. Ich habe das Aquarium nicht angemacht, mein Freund, ich bin morgens um 7 joggen gegangen. Du wolltest diesen Fleischkäse wieder von der Hüfte holen, oder was? Das hatte nichts mit Wollen. Ich hatte Bock, laufen zu gehen. Ich hatte meine Laufschuhe eingepackt, man nimmt ja nicht viel mit für 3 Tage, nur Handgepäck, so. Da hatte ich meine Schuhe dabei und habe gesagt, egal, ich gehe jetzt da raus. Und wieder eine gute Idee, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch so ein paar ganz gute Jogging-Strecken in Wien, kann ich euch auch irgendwie mal schreiben, wenn ihr Bock habt, meldet euch. Und bin relativ klassisch, weil ich ja im Zentrum war, bin ich ins historische, also Richtung so historisches Viertel so gelaufen. Da gab es so 2 kleine Parks, die hießen Burggarten und Volksgarten. Das ist sehr nah an der Hofburg Wien, Sissi-Museum ist da, Mozart-Statue, also alles, eigentlich aber auch eine sehr fast filmartige Kulisse, also der Rasen adrett geschnitten, Rasensprenger spritzen so das Wasser, ab und zu noch so ein paar Geschäftsleute, die schon zur Arbeit gehen oder eine Oma, die eine Zeitung liest oder so und die Stadt wacht auf. Und ich laufe ohne Brille, kann aber noch relativ gut sehen sozusagen, also ich erschäme jetzt nicht nur Farben oder so oder Schemen, sondern ich erkenne schon auch was. Und ich kann das nur empfehlen, weil du hast die Stadt einfach für dich. Und das ist selten in Wien, gerade das war dann Freitag und es wurde dann natürlich voller. Und wie gesagt, Wien liegt einfach in diesem Kreis oder in diesem Gebiet Europas, in dem Japaner auch gerne mal Europe in 9 Days machen. Oder ja, so. Ist östlich der Alpen, da kannst du schnell, machst du hier noch Bratislava, Budapest, Zagreb, Italien ist Venedig. Ja. Und dann hast du, das machen verdammt viele Leute, das sieht touristisch sehr, sehr günstig. Das heißt, in Wien ist verdammt viel los. Es war jetzt nicht total unangenehm irgendwann an den Wochenenden, aber es sind verdammt viele Touristen einfach da, gerade in der Ecke, wo ich dann unterwegs war. Wo jetzt nicht klassische Wohnungen oder so waren. Das heißt, mein Glück dessen, wie leer es da war, wurde mir im Laufe der Tage erst wieder bewusst, als ich an dem Ort wieder so 2-3 Mal vorbeikam. Also unter anderem ist das relativ in der Nähe von diesen beiden großen Museen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, wo es wahnsinnig voll war mit Leuten. Und bin alleine durch diese Gegend gelaufen und habe dann da irgendwie den Burggarten und den Volksgarten mir erlaufen. Da war eine Rosenzucht, da haben alte Menschen haben so irgendwie, ich weiß nicht, ob das so eine asiatische Gymnastik gemacht mit ein bisschen Musik und so. Also sehr beschaulicher Anfang für einen Tag, der natürlich wieder sehr heiß wurde. Das heißt, ich war so gegen 8:30, 9 oder so, nachdem ich natürlich 18 Kilometer, also. Ja, aber es ist eine schöne Idee zu sagen, okay, ich gehe morgens früh laufen in so einer Stadt, weil man die Stadt natürlich ganz anders fühlt. Also das ist das normale Leben da fühlt.
Das finde ich toll. Ja, und auch Unschuld ist vielleicht das falsche Wort, aber sie ist relativ unbetreten dann noch. Also du merkst ja, wie alles, dann wird nochmal, fahren da ein paar Straßenkehrfahrzeuge durch, wie gesagt, der Rasen wird gesprengt und es sind wenig Leute da und es wird voll werden. Man bereitet sich so vor. Und es ist natürlich auch eine sehr saubere Stadt, irgendwie, da wird natürlich auch Wert gelegt, weil sie ein Aushängeschild ist. Es war einfach schön und ich bin da an Orten vorbeigelaufen, wie zum Beispiel dieser Hofburg Wien. Ich wusste gar nicht, als ich vorbeigelaufen bin, was es ist. Ich wusste einen Tag später, als ich da vorbeigegangen bin, dass es ein total wichtiger Punkt ist. Da war eine lange Schlange mit Leuten und ich bin da alleine vorbeigejoggt, während ein Typ irgendwie noch Getränke irgendwie in so ein Restaurant eben angebracht hat. Ist einfach viel wert. Ja. Bin natürlich nach Hause dann, wurde es schon wieder wärmer. Was mache ich? Aquarium. Leg mich nochmal kurz 30 Minuten hin, mach das blaue Licht an, lass mir die Wellnessmusik reinlaufen, mach mich fit für den Tag. Und was macht dann ein richtig schlauer Tourist, wenn so langsam die 30 Grad überschritten sind? Genau, Michael, er setzt sich in die Bahn und fährt 30 Minuten zum Zentralfriedhof. Falco. Jetzt sind wir nämlich beim Punkt. Nein, also es wurde extrem warm, ich wollte meine Pläne nicht aufhalten lassen und am nächsten Tag sollte es so regnen und so habe ich gedacht, wenn ich was draus mache, dann heute. Und bin da ungefähr so 30 Minuten mit der Linie 71 vom Karlsplatz zur Endstation, drittes Tor, Zentralfriedhof gefahren und das erste Schöne, was du da hast, ist, du kannst 30 Minuten lang Musik hören und kannst dir die Stadt einfach mal so, wie sie an der vorbeifließt, angucken. Du kommst endlich auch mal durch normale Viertel durch, also normale Wohnviertel. Wien ist ja unglaublich schön und da hast du so einfach den bodenständigen Kram, also einfach mal eine Dönerbude oder halt irgendwie weiß ich, Mutti mit Kinderwagen oder ein Typ, der zur Arbeit will oder irgendwie Kids, die rumhängen. Also einfach normaler städtischer Alltag und kommst da irgendwann dann an. Und Falco, wie gesagt, liegt nahe Tor 3 sozusagen, also du gehst halt rein. Da, ich meine, der ist so groß, der Friedhof, der hat gegen 3 Millionen Tote. Das ist eine Riesenanlage, da fährt eine eigene Buslinie. Ja, das ist ein großer Friedhof. So. Ist aber ein schöner Ort. Also hab da auch, also da laufen einem auch ein paar Menschen natürlich über den Weg, die dies und das zu tun haben. Und du gehst dann, also ich hatte mich im Netz ein bisschen informiert, gehst dann auch so 5 bis 7 Minuten von der Station weiter und kommst dann in diesen Bereich. Auch, wo die Promis liegen. Wo Promis liegen, aber nicht der Musikerbereich, der kommt später noch, weil okay. Musiker in Wien wird anders definiert als durch Falco. Aber kommst relativ schnell zu Falcos Grab. Falcos Grab, wie ist es da am Falcos Grab? Da sind so ein, zwei andere Verrückte wie ich, die dann ich. Du machst jetzt irgendwie ernsthaft hier den Wiener Walzer an. Oder? Das ist Vienna Calling von Falco. Alter, du machst mich wahnsinnig, Michael. Wir sollen ja Menschen haben, die den Podcast zum Einschlafen hören. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe es nur 3 Sekunden gespielt. Länger darf man eh nicht wegen der GEMA. Das war nur Zitatrecht. Hallo GEMA, Grüße. Ja. Nein, aber genau. Falcos Grab sieht relativ extraordinär aus. Seltsame Form. Dann also eine große Glasscheibe irgendwie, auf der was eingraviert ist. Und eine 2, 3 Bänke, auf denen, glaube ich, steht Falco is not dead oder Falco is alive oder so. Mhm. Also so ein bisschen Fanhype. Und man ist dann kurz da. Ich verneige mich dann kurz, weil er einfach ein großer Künstler war. Großer Künstler. Und da kann man mal vorbeifahren, finde ich. Und da liefen auch so ein paar Typen rum. Also auch eher so, also beim einen hatte ich das Gefühl, der war seit 72 Stunden wach. Der hatte so einen Anzug an, war so ein bisschen durchgespult so, aber wollte unbedingt halt zu Falco. Hat er dann gemacht bei zwischen 32, 33 Grad. Ich bin dann weiter über den Friedhof gelaufen. Zur Kapelle, also zu der Kirche, die in der Mitte steht. Erstens, ehrlich gesagt, weil es unglaublich warm war. Das heißt, in der Kirche ist es kühl. Du kannst ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen. Sie ist aber auch sehr schön. Habe mich da so ein bisschen berieseln lassen von der Architektur, die in der Kirche war. Habe dann mich noch rausbegeben. Die ist da, das ist auch interessant, da ist die Präsidentengruft. Also alle Präsidenten Österreichs sind dort, liegen dort. Okay. Ja, also auch spannende Maßnahme, spannender Ort. Und ein paar Meter weiter zum Hauptausgang hin, also es ist auch echt, es sieht wirklich fast aus wie ein Schloss, wenn ich mir jetzt überlege, wie ihr zurückblickt. Das ist ein sehr großer, schöner, angelegter Weg. Also ich will sagen, wenn ihr von der Kirche zum Ausgang geht, ist es auf der rechten Seite, wenn ihr vom Ausgang Richtung Kirche geht, was die meisten machen werden, durch den Haupteingang reingehen, nicht so wie ich, durch den Nebeneingang. Wenn ihr von der Kirche zum Haupteingang geht, rechts ist dann der Musikerbereich. Mhm. Und Musiker in Wien ist halt nicht Falco. Musiker in Wien ist halt irgendwie die Wiener Klassik, genau. Namen wie Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss, Mozart, der hat wohlgemerkt nur ein Grabdenkmal, also sein Grab ist eigentlich noch woanders. Aber ich meine, ich wiederhole nochmal, Beethoven, Schubert, Brahms, Strauss. Also mehr geht eigentlich nicht. Alles, was in Wien oder alles, was in der Klassik irgendwie, finde ich, mir als erstes einfällt, liegt dort, beziehungsweise wird dort zumindest gewürdigt. Die Wiener Klassik, circa von 1770 bis 1825, war es eine Ausprägung der Epoche der Klassik, also der klassischen Musik, wie wir sie alle abgespeichert haben. Und ja, wie gesagt, Haydn war auch noch dabei, Beethoven und so weiter. Und das ist irgendwie als Mensch, wie du ja auch weißt, der
der Musik schon sehr, sehr zugewandt ist. Und mir ist Musik sehr wichtig. Es ist irgendwie schon gut, also da kurz zu sein. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich den tiefsten Moment meines Lebens hatte, aber da haben sich natürlich auch ein paar Menschen versammelt, ein paar nur, um das Foto zu machen, was auch okay ist. Aber dann wird dir nochmal klar, dass die nicht alle aus Wien stammen, aber dass die sehr lange alle in Wien gearbeitet haben. Und das bedeutet schon was. Für einen Menschen, dem Musik wichtig ist, dass du merkst, dass das Zentrum ist, der mindestens der Wiener Klassik, für mich so aller Namen, die ich so in dem Bereich so kenne. Was aus dieser Wurzel, was die damals gemacht haben. Und das war, die waren ja damals Rock'n'Roll. Ja. Also die haben ja Sachen neu ausprobiert und Sachen neu inszeniert. Da gab für viele von denen gab es ja auch Mozart. Es gab ja ständig Ärger auch für die Leute, weil die natürlich Sachen inszeniert haben, auch vor Publikum, die ganz neu waren und halt viel lauter und dreckiger als das, was vorher da war. Ja. Und die waren halt so innovativ. Ja. Und vieles baut sich ja über die Jahrhunderte auch darauf einfach auf. Ja, und einfach ein schöner Moment. Mhm. Und von da aus, ich bin dann zurück in die Stadt und bin dann beim Rochusmarkt ausgestiegen, hab da kurz was gegessen und bin dann noch ein paar Minuten gegangen. Es war alles nie so anstrengend. Die Hitze war anstrengend, aber es ist alles zu machen. Wie gesagt, ich gleite immer noch durch die Stadt, habe mir die Etappen wirklich danach erst ausgesucht, habe jetzt keinen großen Masterplan gehabt, bin zum 100-Wasserhaus gegangen. Ja, oh, toll. Und wem das nichts sagt, 100-Wasser ist ein österreichischer Künstler, der 2000 erst verstorben ist und der letztlich, ich sag mal, der Gegner der geraden Linie war. Also 100-Wasserhäuser sind diese wunderschönen, bunten Gebäude, die gibt es weltweit, gibt es ein paar davon, das 100-Wasserhaus, das liegt mitten in einem Wohnviertel, ist meiner Ansicht nach auch sogar eine soziale Wohnanlage, ist bunt, krumm gebaut, verspielt, also so völlig abgefahren, gelb, blau, rot. Ja, ich habe das auch gesehen, da war ich auch. Ist bewachsen, Bäume an der Hauswand, man kann da wunderbar im Schatten rumhängen, sind auch ein paar Touris, weil es einfach ein spektakulärer Ort ist. Es ist einfach so ein architektonisches Ding, wo du sagst, was passiert denn jetzt gerade? So erstmal denkst du, hab ich ein Bier getrunken in der Sonne oder was? Und es ist einfach ein erstmal bizarrer Ort, der irgendwie wie ein Knick in der Linse aussieht, dann ist er bunt und schrill und letztlich ist er einfach schön. Du hältst dich da wahnsinnig gerne auf. Also da unter, er hatte noch so Freiräume da unter dem Haus geschaffen, dass du unten im Schatten halt abhängen kannst, auf so ein paar Felsen und so. Schöner Ort. Mhm. Hast du Bilder gemacht bestimmt, ne? Stelle ich alles ins Netz, Facebook, Instagram, unsere Accounts, ihr kennt das. Könnt ihr euch da angucken. Einfach ein schöner Abstecher. Kostet übrigens auch kein Geld, wo wir mal von Geld reden. Du kannst einfach draußen rumhängen. Ich bin dann noch 15 Minuten weiter über die Donau hinweg zum Prater gegangen. Mhm. Prater Wien. Prater Wien, riesiger Vergnügungspark. Drumherum interessanterweise übrigens auch eine große Parkanlage. Also ich bin durch sehr viel Grün irgendwann gegangen und will hier nur kurz zumindest erwähnen, auch wenn es jetzt sehr, sehr, sehr Gebäude an Gebäude mäßig wirkt oder halt sehr viel passiert. Wien hat mit die meiste Grünfläche von europäischen Großstädten. Es ist wirklich hat sehr große Lebensqualität, auch durch die großen Naherholungsgebiete, also die Donauinsel zum Beispiel. Auch der Park um den Prater rum, der Prater selbst ist ein Vergnügungspark, da ist mehr Ballaballa, also halt laute Mucke und hau den Lukas und Autoscooter. Du hast ja gerade die Donau gesagt, also dieser große Fluss fließt ja da und links und rechts an den Ufern ist es da halt besonders schön. Also im Sommer, ne, weil da klar, da ist dann Leute draußen, im Winter aber auch. Also ich finde dass Wien ist ja wahrscheinlich so eine Stadt, Sommer wie Winter, oder kannst du immer hinfahren? Kannst du immer hinfahren, kannst du, finde ich, kulinarisch sogar fast eher im Herbst oder Winter hinfahren, weil das Essen natürlich eher schwerer ist. Mehlspeisen können sie und das Schnitzel, von dem ich gleich noch erzählen werde, können sie auch. Jetzt sind wir aber gerade im Sommer. Der Prater ist für jeden zu empfehlen, der einen guten Abend, guten Tag haben will, auch mit Kindern unterwegs ist und wahnsinnig viel Spaß haben will. Ein toller Vergnügungspark, Rummel, Kommerz, alles, Riesenrad ist weltberühmt. Du kannst von da aus mit der Bahn ins Zentrum fahren, zum Stephansdom, das ist die Kirche, die jeder einmal wahrscheinlich betritt, wenn er in Wien ist, die Kirche, da hast du sie dann auch wirklich alle weltweit Touristen, die sich das mal angucken. Kommt man umsonst rein, man kann auch auf die Türme rauf, 343 Stufen auf den Südturm vom Stephansdom aus, kannst du toll über die Stadt gucken, 136 Meter hoch, kostet nicht viel Geld, ist mittendrin, ist super, das Dach vom Stephansdom ist wunderschön, Entschuldigung, wenn es nicht der richtige Begriff ist, aber es wirkt so wie mit Mosaiksteinchen, also wirklich sehr kleinteilig mit kleinen Ziegeln halt gebaut. Tolle Muster, schöner Ort, aber wirklich mitten drin auf dem Stephansplatz. Was ich gut fand bei der Hitze war auch, dass es immer wieder Wasserstationen gab, also es wurde so Wasser in die Luft gesprüht so ein bisschen, also nicht viel, nicht verschwenderisch, sondern es ist einfach eine gewisse, wie so Nieselregen oder so an gewissen Stellen, und die Leute konnten sich Wasserflaschen einfach umsonst auffüllen. Was ich erstmal eine gute Maßnahme finde. Das finde ich super. Ja. Spart übrigens auch Geld.
zum Runterkommen, du hast die Kaffeehauskultur angesprochen, war ich natürlich erstmal dann wieder im Café. Ein sehr gutes Café, das ich erwähnen will, das heißt Café Havelka, Künstlercafé. Sieht fast wie ein Club von innen aus, also aus draußen so ein paar Stühle. Ich würde raten, reinzugehen, auch wenn es ein bisschen assig rüberkommt, wirkt fast wie ein Club, hängen so Poster und so. Und wirkt so ein bisschen abgelebt, dunkles Holz und dergleichen, aber die Kellner wieder sehr, sehr adrett, sehr gut in der Ausdrucksweise. Gibt keine Karte, wohlgemerkt, nur eine kleine Tafel, also hat so ein bisschen was, ja, war halt ein Künstlercafé, da haben Künstler halt rumgehangen. Wird da noch geraucht drin? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, stand wie da ein Ascher? Ich weiß gar nicht, wie das in Österreich ist. Ich glaube, in Österreich darf man noch, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man da abends in Clubs noch rauskommt. Es sah da so aus, sozusagen. Ja. Das meine ich nicht böse, aber es war halt so ein bisschen abgelebt. Café Havelka, wirklich auch eine gute Alternative. Kannst du ja auch wieder ein kleines Set holen mit einer Melange und einem Kuchen oder so. Ein kleines Set, finde ich ganz gut. Für mich super. Ja. Für mich super. Bin dann noch an der Mozart-Wohnung und dem Mozart-Museum vorbeigelaufen. Ich musste mich, wie gesagt, entscheiden. Bitte angucken. Kann ich selber nicht viel zu sagen. Mir hat das. Ich war in dem Moment nicht drin, aus Zeitgründen. Ja. Ich glaube aber, dass es ein Besuch wert ist. Vorher einfach informieren. Mir war fürchterlich heiß. Was habe ich gemacht? Bin ins Hotel gegangen, habe das Aquarium angemacht, Michael. Habe mich 30 Minuten runtergekühlt, um dann irgendwas zu machen. Was finde ich, ja, Entschuldigung. Was kann das blaue Licht? Ja. Blau. Ja, diese Wellness-Musik dazu. Ne? Ich könnte jetzt schon wieder. Egal. Also ich war dann runtergekühlt. Was kriegt man, wenn man runtergekühlt ist? Hunger. Hunger. Und dann bin ich Schnitzel essen gegangen. Ja, yeah, it's the home of the Schnitzel. Ja, also it's, das Wiener Schnitzel, man muss es machen. Wenn man jetzt nicht Vegetarier oder Veganer ist, dann müsst ihr es nicht machen. Ja, wenn man nicht Vegetarier oder Veganer ist, total richtig. Deepest Respect natürlich, das sowieso klar. Ich wollte es tun. Und da gibt es dann so Läden wie Fiegelmüller oder Platschutas Gasthaus zum Beispiel, also das sind so Namen, ihr werdet alle euren Weg zum Wiener Schnitzel finden, achtet halt drauf, dass es ein guter Laden ist, weil wenn ihr es macht, dann macht es richtig. Mhm. Kostet schon so 15 bis 20 Euro so ein Schnitzel. Kalbschnitzel. Mit Kartoffelsalat muss Kalb sein, also sonst ist es kein Wiener Schnitzel, das ist nur ein Schnitzel Wiener Art. Und ich bin wirklich, Freitagabend war es, 20 Uhr, spontan einfach rein, einen Platz, der mit dem wunderbaren Dialekt hat mich dann irgendwie zu meinem Platz gebracht. Dazu halt, wie gesagt, zum Schnitzel der Erdäpfelsalat. Und was soll ich sagen? Dünn, zart, Panade war goldbraun, perfekt gebraten, luftig, fast wie ein Kissen. Dazu dieser Salat, der wirklich unspektakulär fast aus war. Also es war außer, es waren einfach Kartoffeln, es war nicht mal Petersilie drauf. Da dachte ich zuerst so, okay, was ist das für eine abgesuppte Kartoffel? Und er schmeckte toll. Die hatten Biss, die waren trotzdem cremig. Ein Wiener Schnitzel mit einem Erdäpfelsalat. Wenn man kein Vegetarier ist, sollte man das gemacht haben und sich auch wirklich mal gönnen. Dann weiß man, was ein Schnitzel ist. Ich weiß jetzt, was ein Schnitzel ist. Ich muss auch nie mehr essen. Österreicher, also egal, fast egal, wo ich in Österreich war und vor allem dann auch in Wien, sie legen so viel Wert aufs Essen. Und wenn man jetzt nicht in der schlimmsten Touribude landet und wenn man sich vorher ein bisschen informiert, dann findet man so viel tolle, gute Plätze mit einer. Es ist nicht immer die leichteste Küche, aber mittlerweile ist es auch so, also die traditionellen Gerichte, die sind schon mächtig, aber es gibt ganz viel tolle, auch junge Köchinnen und Köche in Wien, die halt auch so ein bisschen Crossover machen. Und also Küche und Essen, tipptopp. Und du bewegst dich viel. Also es ist wirklich so, also du hast es ja auch jetzt abgelaufen, jetzt nicht, weil ich joggen war morgens, sondern du läufst einfach auch viel rum, weil es auch groß und weitläufig ist. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich da die ganze Zeit vollstopfe, sondern die Energie, die ich aufgenommen habe, passte, die ich verbrannt habe. Also es kam irgendwie hin und es war einfach eine tolle Erfahrung. Nachdem ich dann danach natürlich nochmal beim Popfest war, ich schreibe übrigens ein paar Acts, die für den jungen österreichischen Pop-Acts schreibe ich euch bei Instagram und Facebook rein. Oh, sehr spannend. Könnt ihr gerne mal reinhören. Das ist echt cool so, was da so abgeht bei den jungen Leuten. Ich habe da echt einen Typen gesehen, der war 19 Jahre alt, der hieß Lou Asriel. 19 Jahre und hat Popmusik gemacht. Also da bin ich noch mit dem Kasten Bier und Block gelaufen. Ich finde die österreichische Musikszene, gerade so in den letzten Jahren ging er durch Bilderbuch. Ich bin großer Bilderbuch-Fan. Ja. Also gerade nochmal so mit Bilderbuch und es gibt so viele verschiedene Richtungen. Auch, ne, was du vorhin sagst, ist hier Frauen-Hip-Hop. Also ich habe auch noch so zwei weibliche Hip-Hop-Acts, die ich mal auf FM4 gehört habe. Ja. Toller Radiosender. Toller Radiosender. Ist so der öffentlich-rechtliche junge Sender, wie in Deutschland beim WDR ist es 1 Live, beim RBB Fritz und so ist FM4 das vom ORF. Toller Radiosender, also wenn ihr im Netz oder so hören wollt, hört da mal rein. Die sind in Sachen Musik, finde ich, die immer sehr, sehr innovativ
viele DAB-Radios oder übers Netz kann man ja auch hören. Die machen coole Sachen und diese Musikszene, also ich bin jetzt da kein Fachmann, du da eher, aber das, was ich da immer so mitkriege und höre, ist das ziemlich cool gerade. Ja, FM4 waren auch da, ich habe auch mit ein paar von denen auch geredet und die haben tatsächlich auch, ich glaube sogar auf der FM4-Seite findet ihr sogar, wenn ihr jetzt völlig abgedreht seid, sogar noch die Diskussion, an der ich teilgenommen habe. Oh, als Audio da gucke ich aber mal, Jochen. Die Zukunft des Radios, wohlgemerkt. Also wer überhaupt nichts mehr zu tun hat, der kann auch gerne da mal reinhören. ich wollte jetzt sagen, dass jetzt, wenn so ein Tag, so ein heißer Tag mit so vielen Sachen, die man erlebt hat und abgegangen ist, endet und man eine weitere Nacht im Aquarium verbracht hat und es am nächsten Tag ein bisschen regnet. Das ist in dem Sinne, kann es rückblickend ganz, ganz passen, dass das Wetter schlechter wurde. Gibt es in Wien einfach kein Problem, weil Wien halt diese ganzen Museen hat. Und da muss man sich entscheiden. Willst du uns noch ein paar droppen, wo man sagen? Genau. Ich will vor allen Dingen etwas sagen, was man kann entweder sich für ein Museum entscheiden oder man kann sich halt für einen Künstler entscheiden. Und ich habe Zweiteres letztlich gemacht, auch wieder, weil ich reingeglitten bin, die Sezession, die mir der Kollege am Prunksaal empfohlen hat. Ach schön, okay. Die war mir letztlich relativ nah von meinem Hotel. Die Sezession ist letztlich eins der bizarrsten und tollsten Gebäude, die ich eigentlich gesehen habe in meinem Leben. Du gehst der Straße entlang, wie gesagt, die Architektur hat jetzt jeder ungefähr so vor Augen, auch Hauptstraße. Auf einmal steht da halt ein relativ kleines Gebäude im Gegensatz zum Rest, weiß, fast komplett weiß, goldverziert mit einer goldenen Kuppel. Sieht aus eigentlich eher wie ein Tempel, also mit so einer runden goldenen Kuppel. 1897 und 98 erbaut, also wirklich alt. Also nicht jetzt total alt, aber schon über 100 Jahre alt. Und es sieht aus, als sei es von gestern. Es ist zeitlos, modern, würde ich fast sagen. Es sieht bizarr aus. Es passt überhaupt nicht in die Architektur da rein. Und es ist letztlich das Zentrum der Sezessionsbewegung gewesen. Und das war eine Künstlerbewegung um 1897 rum, gegründet von Gustav Klimt. Und jetzt sind wir bei dem Künstler, den viele Menschen auch mit Österreich verbinden. Sehr berühmter Österreicher, vielleicht der berühmteste österreichische Künstler, der aber wirklich spannend ist. Und der es mir so ein bisschen angetan hat über die Tage. Der hat die Sezession gegründet, um den kulturellen Konvention zu entkommen, also halt dem Konservatismus, so heißt das, glaube ich, also den konservativen Künstlern, also den Menschen, die es gern so haben, dass alles so bleibt, wie es ist, also sehr, sehr, sehr traditionell geprägt, genau dieser Welt, die er vorher bedient hat, wohlgemerkt, er ist ein sehr gut ausgebildeter Künstler gewesen, wollte er entkommen, um einfach neue Grenzen aufzubrechen, neue Sachen zu tun. Und das hat er definitiv gemacht. Klimt ist der Typ, wenn ich eins sagen muss, damit ihr euch dran erinnert, Gold. Klimt ist der Typ, der diese großen Gemälde gemacht hat. Der Kuss ist sein berühmtestes Gemälde, das mit wirklich echtem Gold verziert ist. Du hast vor Gold strahlende Bilder, die aber nicht protzig oder aussehen, sondern sehr schön sind und mit kleinen so kleinen Strukturen und kleinen symmetrischen Figuren, so Kreisen oder so arbeiten, aber im Ganzen halt einfach strahlend vor Schönheit und sehr emotionale Bilder sind. Also es geht da sehr viel um Liebe und so. Und Klimt hat diesen als Zentrum der Sezession, dieser Künstlerbewegung, auch diese Sezessionsgebäude, die Sezession, wo ich gerade vorstehe, dieser Tempel, halt bauen lassen. Und dieses Gebäude allein ist ein ganz, also das sticht so raus in dieser Stadt. Du gehst da rein und hast da so moderne Kunstausstellungen, die ich jetzt so mittel fand. Also das so klassische, weiß ich so, irgendeine Künstlerin faltet drei Drähte, stellt das in einen 8,5 Kilometer großen Raum, lässt eine Klaviermusik laufen, zeigt ein umgedrehtes Video von einer Wildwasserbahn und sagt, das ist Kunst, so verstehe ich nicht. Ach Jochen, du hast es halt nicht verstanden. Genau, ich habe es einfach nicht verstanden. Egal, das war die moderne Ausstellung. Ja. Im Keller dieses Gebäudes ist eins der berühmtesten Klimt-Gemälde. Und das ist der Beethoven-Fries von 1901. Es ist ein Bilderzyklus an der Wand oben. Du gehst in einen relativ kleinen Kellerraum rein, so weiß nicht wie euer 18 Quadratmeter Raum oder so, und hast oben an der Wand, an den Wänden oben, das obere Drittel der Wände ist ein Ablauf von Bildern, die mit Gold bestimmt sind. Da ist auf einmal ein Monster zu sehen oder halt irgendwie eine Frau oder so. Und es ist ein Verlauf von Bildern, wunderschön, nicht festzuhalten. Also viele filmen das so ab. So, ne? Ich habe es auch versucht, stelle ich auch ins Netz, damit ihr so einen Eindruck kriegt. Aber wenn man drinsteht, es ist ein zeitlos schönes Kunstwerk. Und ich bin, du weißt, ich bin jetzt nicht der Museumsfreak oder der wahnsinnige Kunstfreak oder ich hatte in Venedig mal Berührung oder so. Aber ich bin draufgekommen, also auf diesen Menschen, auch dieses Auflehnen gegen traditionelle Kunst und was daraus wurde. Und bin ihm dann so an dem Tag, an meinem Museumstag, der letztlich so mein letzter ganzer Tag in Wien war, bin ihm so ein bisschen nachgelaufen, habe mir die wichtigsten Bilder angeguckt. Unter anderem in diesem Museum Leopold, wovon ich schon erzählt habe, im Museumsquartier. Da hängt Tod und Leben, heißt sein Bild. Ein wunderschönes, großes Bild,
wo auf der rechten Seite halt Liebe abgebildet ist, also eine Familie mit Kindern, Mann, Frau und alles, was das Leben schön macht, diesem klassischen Gold, und rechts und links daneben sehr hager der Tod. Und es ist kein schreckliches Bild, sondern einfach diese klassische Konflikt zwischen Liebe und der Angst, dem Angst vor Tod, den Klimt jetzt sehr viel verarbeitet hat in seinem Leben. Also Tod und Leben ist ein tolles Bild, was man sich im Museum Leopold angucken kann. Auch da ist ein ganzes Stockwerk diesem Klimt gewidmet. Kann man sich relativ gut in einer Stunde oder eineinhalb Stunden reinziehen. Und das wären jetzt so meine Tipps. Jeder bitte sein, also diese anderen großen Museen, historische Museen, jeder kann da seinen eigenen Weg. Die Stadt ist ja so gesegnet und so voll mit Kulturen. Ob du jetzt auf Klimt drauf bist oder auf Mozart oder halt Falco, wie der Michi, ja. Also ich, findet man, oder halt, was du gesagt hast mit dem Popfest, auch moderne Kultur, moderne Popkultur, Nightlife, Feierkultur, Essenskultur. Diese Stadt ist ja so gesegnet, dass die Stadt für jeden was ist. Selbst wenn einem, glaube ich, die Gebäude und die Parks und die Donau irgendwie am Arsch vorbeigehen, hast du trotzdem, was du noch hast, du hast halt eine ganz diverse Party- und Nachtszene dort. Du kannst gut shoppen, du kannst gut essen. Also das ist ja ein Kessel voller Buntes, wo jeder irgendwie einen Körper reinmachen kann. Ja, voll. Und zwei Sachen seien noch erwähnt. Es gibt so einen Naschmarkt da, das ist ein großer kulinarischer Markt. Den fand ich nur okay. Also nur um es einfach zu sagen, jeder soll es selber rausfinden. Aber da waren dann auch schon sehr viele Asia-Imbisse. Also es war sehr kommerzialisiert, nichts gegen Asia. Also, du weißt, wie ich asiatisches Essen lieber. Es hatte jetzt wenig vom ursprünglichen Wien, kulinarischen. Ja. Da geht lieber so ein Kaffeehaus oder zieh dir einen Schnitzel rein. Ich habe mir dann am letzten Abend natürlich auch noch einen Tafelspitz gegeben. Das war bei der Temperatur allerdings echt schon krass. Also das ist dieses eins. Das ist eine Brühe in Österreich, ne? Genau. Und des Kaisers liebstes Essen oder sowas. Also das war auch ein tolles, also Tafelspitz einfach mal im Netz mal suchen, das ist ein tolles kulinarisches Erlebnis, was man noch so haben kann. Eins noch, diese Sezession, die du von der wir sprachen, die ist auf der 50-Cent-Münze von Österreich drauf. Also vielleicht hat sie jeder schon mal in der Hand gehabt. Wenn man auch eine Sache hat, so ich hatte es am letzten Tag, also wir finden jetzt am Tag der Abreise, natürlich nach einer Nacht im Aquarium, war ich dann noch am Schloss Belvedere, was auch relativ weit im Zentrum liegt. Wenn jemand mal ein Schloss sehen will, Belvedere wäre eins davon. Dann hat man das Schloss eigentlich von außen gesehen. Hat einen riesigen, man braucht fast kein anderes Schloss mehr zu sehen. Es ist, hat einen riesen Park davor, tolle so angelegte Gärten halt auch. Angelegte Gärten und es ist einfach Schloss aus dem Bilderbuch sozusagen. Es gibt auch noch Schönbrunn, dass ich mir auf Sissi beziehe. Das ist ein bisschen weiter außerhalb, das habe ich nicht geschafft. Kann man aber auch machen. Die Sissi. Gibt es auch überall Andenken von Trash-Souvenirs und so. Gibt natürlich überall Souvenirs. Und in diesem Belvedere aber noch, das ist letztlich innen ja auch ein Museum. Da sind dann nochmal so ein paar Highlights, um diese Klimt-Geschichte abzuschließen. Da hängt dann das Gemälde von Klimt und das ist der Kuss. Wer Klimt, der Kuss im Netz eingibt, wird sofort sehen und sich wahrscheinlich auch erinnern. Unglaublich viel Gold, ein Liebespaar verschränkt in sich. Sehr romantisches, sehr schönes Bild, zeigt nochmal sein Hadern mit der Liebe und so weiter und was für ein großer Künstler war. Wer das sieht, es ist über 100 Jahre alt und es sieht aus wie von morgen. Es ist so modern. In dem Museum trotzdem noch ein Van Gogh-Bild hängt da irgendwie, Edvard Munch, also wirklich hochwertigste Kunst. Ganz toll. Auch für Leute wie mich, die da ja Seiteneinsteiger sind, total spannend. Für mich hat Wien dann so langsam geendet, dadurch, dass mein Flug ja, wie gesagt, weil ich ja nun in Anführungszeichen leider geflogen bin, auch noch verspätet wurde, kam ich auch noch, weil ich irgendwann nochmal Hunger gekriegt habe, in den Genuss, mir einen Käsekreiner reinzuziehen an so einer Wurstbude. Ein Käsekreiner, großartig. Das ist eine Wurst mit einem Käseanteil drin. Der Österreicher an sich, ne, der weiß schon, wie es geht. Also das ist alles so Suchtfutter, finde ich. Ja, voll. Also das war echt räudig. Also da muss ich sagen, also so ein Käsekreiner dann Abschluss. Und da war es dann ja auch jetzt ein bisschen kühler, aber sich am Abend noch so einen Käsekreiner reinzuziehen und da am späten Nachmittag, bevor es dann irgendwie in den Flieger ging, war schon eine Maßnahme, so muss ich sagen. Letztlich, das ist nur eine Version von Wien. Wer auf wunderschöne Gebäude steht, auf eine zu Fuß erlaufende Stadt, auf viel Kulinarisches, auf Liebe, sehr stilsichere Leute, eine andere Sicht so auf Dinge und wirklich Kunst, die einen wirklich aus dem Sitz haut und wirklich ganz überraschende Momente und hohe Lebensqualität, der ist da richtig. Man kann sich da sehr, sehr gut gehen lassen. Und Wien ist regelmäßig auch
wenn es gibt immer so Listen und Untersuchungen, mal wissenschaftlicher, mal nicht, lebenswerteste Städte auf der Welt, da ist Wien auch immer ganz oben dabei. Und wenn man da mal ist, und ich war ja nur einen Tag und du 3-4 Tage, du hast ein bisschen mehr Zeit verbracht, man merkt diesen Flair sofort. Und Wien, Top Destination Europe, und das nächste Mal fährt der Jochen im Zug. Ja, Lego. Ja, ne? Sehr gerne. Da wäre ich früher zu Hause gewesen. Genau, einmal das. Und nachhaltiger und umweltfreundlicher. Ich bin sehr auf deine Bilder gespannt. Ja, die sind, glaube ich, ganz gut geworden. So ein paar Videos auch. Guckt euch das mal an im Netz. Und wie gesagt, meldet euch bei Fragen. Ich poste noch so ein paar Bands. Und wenn ihr Tipps braucht wegen Laufstrecken, kein Witz. Nein, echt so. Und, ja, ist ja schön. Oder wo ihr ein schönes Aquarium findet, sagt einfach Bescheid. Ich kann es nur empfehlen. War eine echt schöne Zeit. Danke fürs Zuhören, Leute. Danke, Jochen. Und ihr könnt uns wie immer gerne folgen auf Instagram, auf Facebook. Abonniert uns bei Spotify und bei den Kollegen von iTunes oder von Deezer oder wo auch immer ihr uns hört. Hinterlasst ein paar Sterne. Wir freuen uns sehr. Bedanken uns für das Interesse, die große Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn ihr demnächst wieder zuhört bei der neuen Folge. Vielleicht habt ihr auch noch nicht alle gehört. Wir haben mittlerweile einen ganz großen Backkatalog. Die Sachen sind alle sehr, sehr zeitlos. Wir sagen auch immer, in welchem Jahr wir uns befinden und wo wir gerade sind. Also hört da gerne mal durch. Lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, macht es nur kurz. Wenn es euch gefällt, schreibt lang. Wir wünschen euch alles Liebe, alles Gute. Genau, und danke nochmal ans Popfest Wien für die tolle Musik und die Einladung, und schaut euch Wien an. Alles Gute euch. Baba, wie man Wien sagt. Baba. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.